Ist mir gerade ehrlich gesagt mal relativ wichtig, dass meine Waffen endlich mal brauchbar sind. Ich hoffe mal, ich vergesse jetzt nicht, dass ich am nächsten Tag bei Max mal vorbeischaue. Ich würde es mir nämlich zutrauen. Das ist das Problem dabei. Ich würde es mir so sehr zutrauen, dass ich vergesse, bei Max vorbeizuschauen. Aber es ist mir jetzt gerade zu kommen. Ich glaube, man musste zu Max. Wenn ich mich nicht ganz irre. So. Wo ist denn mein... Ich habe die Hacke mitgenommen statt den Hammer. Ich habe die Hacke mitgenommen. Ich habe die Hacke mitgenommen. Ja. Yeah. Machen wir erstmal den Baum hier kaputt. Was haltet ihr von der Idee? Wunderbar. So, jetzt sammeln wir hier erstmal alles ein. Ich brauche nämlich sehr viel Holz, weil wir schließlich unser Haus erweitern wollen. Und deswegen brauche ich ja eigentlich auch eine bessere Axt bzw. einen besseren Hammer, damit das alles mal so richtig smooth von dannen geht. Hä? So. Das ist jetzt blöd, dass ich meinen Hammer nicht dabei habe. Das ist jetzt blöd. Würde ich mal meinen. So, jetzt machen wir den erstmal hier kaputt. Das ist übrigens das, was ich gemeint habe hier in dem Spiel. Das finde ich da eben so gut. Die Nachtmusik. Es ist immer noch dieselbe Musik. Nur sie ist halt einfach leiser. Und wie gesagt, wenn ich mich nicht irre, war es im Baum der in deine Tierparade sogar noch besser, weil die Musik dann am Abend ganz leicht abgeändert wurde. Die läuft dann ein bisschen ruhiger, ein bisschen langsamer. Die Tonart verändert sich ein bisschen. Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Jetzt müssen wir auf jeden Fall mal warten, bis der Buchweizen fertig ist und damit dann mal ordentlich Geld verdienen. Weil ich brauche das Geld. Ich brauche das Geld auf jeden Fall. Sollte dann vielleicht mal... ich könnte meine Gießkanne mal verbessern, dann muss ich nicht jedes Mal tanken. Dann kann ich mein ganzes Feld mit einer Gießkannenladung benetzen. Das könnte praktisch sein. Und ich muss meine Hacke wieder ablegen und austauschen gegen den Hammer. Wäre auch praktisch. So, wunderbar. Machen wir uns kurz nochmal einen Tee. Ein kleines Teechen. Dankeschön. Wunderbarigst. So. Dann mal ganz kurz die Hacke ablegen. So. Und da ist der Hammer. Der ist sogar schon auf Kupfer. Genau, da war ja was. Und dann legen wir uns mal schlafen. Wunderbar. Okay, und dann würde ich mal sagen, meine Freunde, ich hole mal kurz meinen Kaffee und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe meinen wunderbaren Kaffee bei mir. Sehr schön.
Und dann können wir uns jetzt mal um den heutigen Tag kümmern. Ich will heute mal übrigens beim Erntewichtel vorbeischauen und ihn mal fragen. Vielleicht hat er auch eine andere Idee. Oh mein Gott, die Brotfrucht ist, beziehungsweise Buchweizen ist fertig. Das wird heute viel Geld geben. Ich will heute beim Erntewichtel mal vorbeischauen und ihn mal fragen, ob er weiß, wo ich denn Grünglocke herbekomme. Weil vielleicht sagt er mir irgendwas anderes in meine Infos, dass sie im Winter wächst, ist meine Infos einfach nur falsch. Kann ja auch sein. Jedenfalls habe ich nicht das Saatgut dafür. So. Jetzt erstmal hier den ganzen Buchweizen ernten. Warum ist der da drüben noch nicht gewachsen? Habe ich die nicht alle zur gleichen Zeit ausgesät? Ich habe vergessen, da hinten zu gießen. Kann das sein? Ich glaube, ich habe vergessen, da zu gießen. Gestern. Und vorgestern. Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ich hatte vergessen zu gießen. Das ist jetzt nicht gut. Naja, egal. Jetzt haben wir hier erstmal das ganze... Ah, edler Buchweizen. So muss sein. So. Düngen muss ich ja eigentlich nicht, weil mein Feld passt ja noch. So. Wunderbar. Ich könnte dann gleich mal, die neuen Buchweizen aussehen. Will ich mal... Ich will dann, wenn ich die Märzglocken geerntet habe, den Märzbecher, will ich mal schauen zwecks dieser Anemonensaat, dass ich die mal aussehe. Zudem möchte ich das Silber mitnehmen. Damit ich heute meine Waffen verbessern kann. Besser gesagt, eine davon. Mal schauen, wahrscheinlich die Gießkanne. Wahrscheinlich die Gießkanne. Da. Würde irgendwie wahrscheinlich am... Denke ich mal am meisten Sinn machen. Nicht wegen am Energieverbrauch, sondern einfach, weil ich dann alles auf einmal gießen kann. Da muss ich nicht jedes Mal nachladen. Auch wenn es am logischsten wäre, eigentlich den Hammer zu verbessern. Weil ich den jetzt am meisten brauche. Beziehungsweise ich brauche immer noch die Gießkanne am meisten, aber in Relation gesehen braucht der Hammer halt mehr Energie. So. Alter, ich habe so viel Buchweizen noch. Oh mein Gott. Wie viel Buchweizen habe ich denn bitte gekauft? So, jetzt erstmal hier alles gießen. Und dann, wie gesagt, will ich unbedingt mal schauen, wo ich, ob mir der Erntewichtel irgendwie sagen kann, wo ich die Grünglocke kaufen kann. Vielleicht sagt er mir, wo ich die, das Saatgut dafür kaufen kann. Vielleicht sagt das mir ja. Das wäre sehr praktisch. So, und jetzt da hinten noch dann gießen, nachdem ich das ja leider vergessen hatte. So. Wunderbar. So, dann wird das jetzt mal erledigt. Schauen wir mal, wie geht's denn meinen Viechern? Sollten jetzt eigentlich alle glücklich sein, natürlich sie ja auch. Ich habe sie zwar gestern jetzt nicht so per Hand gefüttert, aber ich habe ja alles unten eingelegt. Also in dem Sinne sollte jetzt nur unten alles leer sein und dann passt es. Ja. Und es ist nicht mal alles leer. Ja, weil ja die. Weil jetzt auch die Rationen gegessen wurden, die
eher so noch am Boden lagen nach dem Umbau, stimmt. So, weg damit erstmal mit allem. Zack. Gerade verbrauche ich nicht. Gerade mache ich nicht mal meine Eier zu Mayonnaise. Warum eigentlich? Wahrscheinlich, weil ich will gerade so viel irgendwie erledigen und irgendwie klappt es zeitlich halt nur, indem ich wirklich wenig mache, um mich dann auf das zu konzentrieren, was ich machen muss. So. Einmal alles. Na, komm mal der. Einmal das Füttern. Leg, nein. Hallo? Och, jetzt komm schon. Willst du die da jetzt auch mal reinlegen? Danke. So. Einmal so, sei die füttern. Seidenraupen muss man immer zweimal füttern. Das sind voll die Fresssäcke. So. Dann ist hier alles voll, das passt also. Geh mal weg da, ich will. So. Und so. Okay. Dann mal kurz das Restliche noch verkaufen, was ich noch habe. Einmal zack und zack. Und dann will ich mal ganz kurz den Buchweizen ablegen. Weil der kostet mich jetzt wieder nur Platz. Und dann will ich ja auch noch das Silber wieder verbrauchen. Das ist auch weg. Und ich muss unbedingt zu Max. Unbedingt zu Max, das darf ich nicht vergessen. Will ich nicht vergessen. Sagen wir es lieber so. Wo zum Fick kriege ich jetzt diese scheiß Grünglocke her? Das kann's doch nicht sein. Habe ich die schon mal gehabt? Ist ja in dem Sinne eine... Ich glaube, die zählt unter Blume. Ich glaube, sie zählt unter Blume. Ich habe sie aber noch nie gehabt. So viele Blumen habe ich ja noch nicht angebaut. Buchweizen kann weg. Sehr gut. So, dann schauen wir mal ganz kurz zu unseren anderen Tieren. Vielleicht ist ja mein Strauß mittlerweile erwachsen. Ich glaube, so lange sollte das eigentlich nicht mehr dauern. So lange sollte das eigentlich nicht mehr dauern. Ich weiß, das sage ich schon seit 30 Tagen. Aber ich glaube, so lange kann es halt wirklich nicht mehr dauern. So lange kann es halt wirklich nicht mehr dauern. Braucht ein Strauß wirklich so lange, bis er ausgewachsen ist? Und es bei den 2 Jahreszeiten? Ich weiß es doch nicht. Sowas dürft ihr mich nicht fragen. Woher soll ich das denn wissen? Ich weiß nur, dass er unfassbar niedlich ist. So viel weiß ich. So, und dann will ich eigentlich alles in einem Zug machen. Ich will erst zu Max, danach will ich zu Christina. Und von Christina aus dann weiter und mal schauen, ob ich zum Erntewichtel und dann mal den zur Rede stellen. Was der Typ hier eigentlich von mir will. Wahrscheinlich kann man. Ist Grünglocke irgendwie eine Frühlingssaat? Kann man nur im Frühling aussehen. So, mein Gott, ist die Babyziege klein. Schau dir das mal an. Oh mein Gott, ist das klein. So, wo ist mein... Da. Dankeschön, Muku. So. Und du auch noch, Mina. Wunderbarix. Okay. Das will ich jetzt auch einfach mal so verkaufen, ganz ehrlich. Wir wollen jetzt mal Zeit sparen.
Zeit sparen. So, du weg, du weg. Dich habe ich dabei. Kupferhammer habe ich dabei, okay. So, die Zeit brauche ich jetzt nämlich. Ich muss jetzt mal auf jeden Fall zuerst zu Max. Um das mal zu klären. Ob meine Erinnerung gerade richtig war. Weil ich habe die Erinnerung, dass ich zuerst zu Max muss. Der sagt mir, yo, ich hab den Samen oder den Setzling. Und dann musste ich, glaube ich, zu 30 Leuten oder irgendwie so, keine Ahnung. Weil mir jeder gesagt hat, wie ich den pflegen soll. Und jeder hat mir irgendwie was anderes gesagt. Und war das so? Oder ist der mehrmals eingegangen? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ist es überhaupt richtig, dass ich zu Max musste? Oh mein Gott, ich habe so viele Erinnerungen und ich weiß nicht, ob sie richtig sind. Yo, Max, ist meine Erinnerung richtig? Morgen soll jede Menge Schnee runterkommen. Es kommt gerade auch eine Menge Schnee runter. Okay, meine Erinnerung ist falsch. Schön. Ah. Fuck. Meine Erinnerung ist falsch. Ah, das gibt's doch nicht. Ich war mir so sicher. Ich war mir so sicher. Das gibt's doch nicht. Ich sollte aufhören, auf meine Erinnerungen zu vertrauen. Ich sollte aufhören. Ich merke schon, ich kann meine Erinnerungen nicht vertrauen. Ich sollte damit aufhören. Ich sollte aufhören, auf das Blut zu spielen. Ich erinnere mich an lauter Sachen, die nicht existieren. Ich sollte aufhören, Harvest Moon zu spielen. Ich erinnere mich an Sachen, die nicht existieren, die wahrscheinlich niemals existiert haben. Ich sollte mehr Dragon Ball spielen. Da erinnere ich mich auch an alles und das war dann, ist dann tatsächlich richtig, an das ich mich erinnere. Also es gibt da wirklich Unterschiede. Oh mein Gott. Habe ich jetzt endlich 40 Herzen bei ihr? Fast. Fast. Wir haben sie fast. Die 40 Herzen. Wie zum Fick bin ich eigentlich jemals auf 40 Herzen gekommen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das unser Ziel. Ich meine, natürlich. Was soll denn sonst unser Ziel sein? Ich meine, 10 Herzen? Ach, das Maximum kann jeder erreichen. Wir wollen das Vierfache vom Maximum. Wir wollen etwas, das so Maximum ist, dass man ein Pferd danach benennt. Weil es Maximus hieß und nicht Maximum. Und das ist was komplett anderes. Und deswegen ist das ein schlechter Vergleich. Und deswegen sollte ich zum Erntewichtel gehen und einfach alles andere sein lassen. Und zum Schmied. Kann ich auch kurz. Ach, das mache ich auf dem Rückweg. Das machen wir auf dem Rückweg. Aber mein, ich müsste eigentlich das mittlerweile das höchste Level haben für den Saatgutbetrieb. So, der Erntewichtel war hier oben, wenn ich mich nicht irre. Ich erinnere mich dran, ich sollte aufhören, an meine Erinnerungen zu vertrauen. Aber ich bin mir jetzt relativ sicher, dass der da oben war. Das ist schon mal ein Schild. So ein Schild ist immer bei den... Der war hier oben, ich bin mir jetzt sicher. Ja, sag ich doch. Wo ist meine... Da. Really? Really? Sag mir jetzt bitte, dass man hier irgendwo Wasser nachfüllen kann. Sag mir jetzt bitte, dass man hier irgendwo Wasser nachfüllen kann. Komm schon. Okay.
Okay. Meine Gießkanne ist leer. Ich kann den Erntewichtel nicht fragen. Meine Gießkanne ist leer. Hier liegt überall Schnee. Kann man den Schnee nicht irgendwie schmelzen und damit kurz gießen? Mein Gott. Dann gehen wir halt erstmal zum Schmied. Ich sehe es jetzt gerade, es wird sowieso zeitlich knapp.